Plugin im Detail, Teil 2. Herzlich willkommen. Im ersten Teil habe ich ja schon einiges erzählt, einige Anmerkungen gebracht. Heute will ich das weiter ausführen und ein bisschen ergänzen. Ich versuche ja immer unter der halben Stunde zu bleiben. Das ist bei dem Thema, das sehr komplex ist, dann doch nicht ganz so einfach. Zuerst einmal noch, was ich im ersten Teil schon gesagt habe. Es gibt natürlich Argumente für Bug-in wie auch für Bug-out, aber ich denke, man kann nicht das eine ohne das andere betrachten. Bug-in ist für mich essentiell notwendig in der kalten Jahreszeit. Ich sage mal vom Spätherbst bis Mitte Frühjahr, wenn es schon wärmer wird draußen, für Leute, die A, mit der Kälte Probleme haben, oder B, kleine Kinder dabei haben oder Kranke dabei haben. Da ist Bug-out schlichtweg nicht möglich. Ich weiß, da gehen die Meinungen auseinander, aber ich will mich jetzt mit Bug-in beschäftigen, weil viele Krisen auch eher den Bug-in als Vorzug sehe als den Bug-out-Fall. Bug-out-Fall ist ja nur, wenn ich wirklich jetzt fliehen muss, aus welchen Gründen auch immer. Bug-in. Meistens ist es ja nicht so, dass die ganze Familie noch in einem Haus lebt, sondern man hat zwei oder vielleicht sogar drei Hausstände, je nach Anzahl der Kinder, ob die schon verheiratet sind, ob die allein irgendwo in der WG leben. In einem echten Krisenfall, wenn also jetzt ein großer Blackout wäre, der schon länger als ein paar Tage dauert und abzusehen ist, dass das Ende nicht so schnell in Sicht ist oder, was bei uns hoffentlich nicht vorkommt, bei einem großen Erdbeben etc., dann würde ich die Familie zusammenführen. Ich würde mir die Mietwohnung, die Wohnung, das Haus raussuchen, das am besten zu verteidigen ist, das am meisten Platz bietet und auch meisten Ressourcen hat. Und würde den Rest der Familie dorthin holen. Natürlich möglichst vielen Gütern, also Lebensmitteln oder anderen Gütern, die man brauchen kann. Den Fernseher und das Zeug könnt ihr gerne stehen lassen. Davon hängt euer Leben nicht ab. Auch von der PlayStation 5 nicht, auch wenn ihr sie gerade neu gekauft habt. Nee, wichtige Sachen. Medikamente, Verbandsmaterial, vor allem Lebensmittel, Getränke, wenn dort schon vorhanden sind, die Fluchtrucksäcke natürlich nicht vergessen. Die sollten natürlich auch schon gepackt sein. Und dann die Familie zusammenbringen. Warum? Das ist ganz einfach. Eine größere Gruppe kann sich immer besser durchsetzen als einzelne Leute. Wenn ich also zu zweit oder nur zu dritt in einem Haus lebe, wird es wesentlich schwieriger sein, im Zweifelsfall sollten Plünderungen beginnen, das Haus auch halten zu können. Außerdem verbraucht man viel mehr Ressourcen in kleinen Gruppen. Ob ich jetzt mit einer Gaskartusche für drei Leute koche oder für fünf oder sechs Leute koche, spielt keine große Rolle. Die Garzeit wird annähernd die gleiche sein. Auch die anderen Ressourcen, wie zum Beispiel Holz, gut, das muss halt dann vor Ort sein und ich würde auch den Ort auswählen, wo ich am meisten schon eingelagert habe. Und notfalls auch alle aufnehmen kann, ohne dass sie etwas mitbringen müssen. Auf jeden Fall ist es immer günstiger, wenn man in einer Gemeinschaft zusammenhält. Dann lassen sich bestimmte Tätigkeiten auch leichter aufteilen, einen Arbeitsablauf planen. Man hat auch die Möglichkeit, nachts mal einen oder zwei wach zu lassen, um eben Wache zu halten, damit man keine unangenehme Überraschung erlebt. Auch im Bug-in spielt Zeitmanagement eine große Rolle. Wenn man nichts zu tun hat, dann kommt neben der Langeweile natürlich auch die psychische Belastung. Man macht sich Gedanken über die Situation und so weiter, was meistens zu Depressionen führt oder in andere Probleme führt. Daher sollte man sich schon im Vorfeld Gedanken machen, wie ein Zeitablauf mit all den Personen ausschauen könnte. Man sollte Arbeiten verteilen, und zwar so, dass man jetzt nicht den Koch dazu verdonnert, die Schuhe zu putzen, sondern derjenige, der gut kochen kann, soll dann auch bitte gut kochen. Und der, der Ahnung hat von Holzarbeiten, der sollte vielleicht die Reparaturen vornehmen oder jemand, der Ahnung hat von, sage ich mal, Gärtnern, der kann vielleicht auf dem Balkon oder besser noch im Haus, auf den Fensterbänken, ein bisschen was ansehen, um ein bisschen was dazu zu haben. Ihr werdet selbst mit einem großen Garten nicht die Chance haben,
euch selbst zu versorgen. Dazu braucht ihr für mehr als drei, vier Leute schon einen großen Hof mit etlichen Quadratmetern Grund und da bräuchtet ihr auch die Ruhe, ihr müsst in Ruhe gelassen werden, das alles wirklich zu bewirtschaften. Davon gehe ich in einem Krisenfall nicht aus. Ein anderes Thema ist Blackout, aber letztendlich führt jede andere Katastrophe wie ein Erdbeben auch zu einem letztendlich Blackout, zu einer möglichen Brandgefahr. Auch auf die sollte man vorbereitet sein. Also Feuerlöscher sollten im Haus sein. In der Küche sollte sowieso eine Brandschutzdecke sein, eine Löschdecke sein. Bei Fettbrände kann man nun mal nicht mit einem normalen herkömmlichen Feuerlöscher löschen. Da würde man die Sache noch verschlimmern. Ihr solltet die nicht nur haben, sondern ihr solltet auch wissen, wo sich die einzelnen Sachen befinden, damit sie im Zweifelsfall dann auch schnell griffbereit sind. Der nächste oft diskutierte Punkt ist Blackout, kein Strom mehr. Da kaufe ich mir im Vorfeld halt ein Benzin- oder Dieselaggregat. Ich will euch sagen, warum ich es jetzt nicht tun würde. Erstens kann man so ein Dieselaggregat nicht im Wohnzimmer betreiben. Wenn, dann braucht man einen Balkon. Wenn die Abgase ins Innere gelangen, dann habt ihr schnell eine Kohlenmonoxidvergiftung und dann nützt euch alles andere auch nichts mehr. Dann machen die Dinge sehr, sehr viel Lärm. Und man wird auf euch aufmerksam. Also nicht nur, dass ihr vielleicht darauf achten solltet, eure Fenster geschlossen zu halten, die Rollos unten zu haben, damit man dann nachts den Lichtschein nicht sieht und weiß, aha, die haben noch Strom. Nee, nee, braucht ihr ja gar nicht. Das Dinger sind so laut. Selbst wenn das Ding in der Garage steht, hört man es noch weit. Es gibt jetzt zwar in den USA auch mit Gas betriebene Aggregate, die sind leiser, so um die 50 Dezibel, aber ich denke trotzdem noch viel zu laut, gerade in dicht besiedeltem Gebiet. Zudem, so kleine Aggregate mit 1 kW, was wollt ihr mit denen anfangen? Die liefern euch vielleicht noch die Möglichkeit, ein bisschen Licht zu haben, vielleicht eure Kühltruhe, Gefriertruhe, euren Kühlschrank, ja, am Leben zu erhalten, was drin ist. Aber viel mehr könnt ihr nicht. Ihr könnt schon mal nicht kochen, weil so eine Herdplatte im Schnitt 1 bis 2 kW frisst. Und ja, das ganze Haus zu versorgen, ist damit sowieso illusorisch. Wenn ihr dann, bräuchtet ihr mindestens eins mit 3 oder 4 kW Dauerleistung und die schlucken auch ganz schön viel Sprit. Und wo wollt ihr den lagern? Geht ihr dann einfach mal so mit eurem Christus zur Tankstelle und holt euch was, wenn ihr es braucht? Wohl kaum. Ihr werdet vor allem auch nichts mehr kriegen. Blackout-Fall. Auch in anderen Fällen würde ich davon absehen, zu viel draußen herumzurennen am Tag. Ich sag mal so, in Berlin hat es ja sich gezeigt, da war auch mal ein großer Stromausfall. Nach schon 7 Tagen haben Plünderungen begonnen und die Zerstörungen von Autos auf der Straße haben begonnen. Ich würde dann also schon eher auf der sicheren Seite bleiben und tagsüber in meinen 4 Wänden verbringen. Ein Punkt, den ich auch schon ein paar Mal angebracht habe, ist, was ihr im Kopf habt, nehmt euch keiner mehr weg. Das Wissen, das ihr euch beruflich oder privat angeeignet habt, das bleibt euch. Aber man kann nicht alles wissen. Da sollte man sich eine gut sortierte Literatur zu dem Thema anschaffen. Das sollte auf jeden Fall dabei sein. Ein medizinisches Fachbuch, so Standardbehandlungsgeschichten bei Kinderkrankheiten. Da gibt es ganz nette Bücher, wo es keinen Arzt gibt zum Beispiel. Aber auch im Rettungsdienst gibt es solche Leitfäden, wo man Diagnosen stellen kann. Ich weiß, ihr seid keine Ärzte, aber im Zweifelsfall ein bisschen mehr Ahnung haben ist immer nicht schlecht. Dann solltet ihr auf jeden Fall auch Bücher haben über alternative Nahrungsquellen, die ihr euch erschließen könnt, wenn es nichts mehr gibt. Also entweder ihr baut etwas selber an, dann braucht ihr Fachliteratur zum Thema Gärtnern. Ihr braucht vielleicht auch das eine oder andere Messgerät. Ich habe hier im Haus ein PH-Meter und ein PPM-Messgerät, also ein Partikel pro Milliliter, damit ihr auch dann den pH-Wert für eure Erde noch einigermaßen einstellen könnt und bei Wasser dann noch mal messen könnt, wie viel Verunreinigungen da noch drin sind. Da gehört natürlich jetzt auch noch wesentlich mehr dazu an Fachliteratur. Wenn ihr bewandert seid mit Metallbearbeitung, Schreinerei etc., ist sowas sicherlich auch nicht schlecht, sowas in der Richtung zu haben.
Viele Dinge werden ohne Strom eh nicht mehr funktionieren. Ihr könnt dann auf einen Handhobel zurückgreifen oder auf eine Handbohrmaschine, sofern ihr über so etwas verfügt. Ich habe sowas, sogar mit einer Umsteckkurbel, da hat man dann ein Getriebe, es hat ein Dreifachgetriebe, das Teil. Ja, es gibt viele Bücher, die man in diesem Sektor finden kann und erwerben kann. Passt aber auch auf, glaubt nicht alles, was ihr liest. Ich habe mal ein Fachbuch gekauft, da stand drin, dass man Kastanien, die zermahlen sind, als Babynahrung hernehmen kann, als Babybrei aufbereiten kann. Der Autor hat leider vergessen zu sagen, dass er nicht normale Kastanien, sprich Rosskastanien, meint, sondern Esskastanien. Würdet ihr normale Kastanien verwenden, das würde nicht so gut ausgehen. Ich sage mal, die sind giftig. Nächstes Thema ist Kommunikation in der Krise. Ich habe da eh schon mal ein kleines Video dazu gemacht. Aber hier nochmal kurz zusammengefasst. Ihr braucht auf jeden Fall etwas, womit ihr kommunizieren könnt. Beim Blackout wird das Handynetz ziemlich schnell nicht mehr gehen. Die meisten Masten haben entweder keine Stromversorgung oder für 2, 3 Stunden. Das heißt also auch, in dem Fall, euer Telefonnetz wird auch lahm sein. Das meiste geht sowieso Voice over IP. Und auch das traditionelle Telefonnetz braucht Strom, um zu funktionieren. Ihr werdet also dann weder die Polizei noch die Feuerwehr noch sonst jemand benachrichtigen können. Das müsst ihr auch gar nicht. Aber ihr solltet Kontakt halten können zu euren Angehörigen, zu eurer Familie. Und da gibt es mehrere Ansätze. So für die Kommunikation im Haus oder bis zu 50 Meter ums Haus herum gibt es eine nette App, die über Bluetooth eine Art Telefonie zulässt, ein Chat-System. Ja? Ich werde euch das nochmal hier einblenden, wie das aussieht. Das gibt es überall in diesen schönen Stores. Dann für die Kommunikation bis zu, sage ich mal, wenn ihr Glück habt, 500 Meter in der Stadt, draußen vielleicht ein bisschen weiter, sind diese PMR-Geräte, also die Frühfunkgeräte, die haben keine so große Reichweite, aber in dem Moment, wo jemand rausgeht, sollte er schon damit eins dabei haben, damit er eben nachfragen kann, hey, ich habe da was gesehen, können wir das brauchen, soll ich das mitnehmen? Oder einfach mal abzugeben, die Lage sieht da nicht so gut aus, da rotten sich schon Leute zusammen, wie auch immer. Das ist umso entscheidender, wenn ihr jemand habt, der den UBB nachts benutzt, dass ihr da Kommunikation halten könnt. Aber dann schaut, dass ihr für diese Funkgeräte eine Sprechgarnitur bekommt. Also nichts anderes als ein Knopf im Ohr, ein Ohrhörer, ein Kopfhörer und ein Mikrofon. Und mit einer Taste kann man das Funken ein- und ausstellen. Ihr wollt ja nicht Aufmerksamkeit auf euch ziehen. Und wenn da plötzlich eine laute Stimme aus eurem Funkgerät erschallt, ja, macht das halt andere aufmerksam auf euch. Mit der Sprechgarnitur geht das relativ einfach. Viele dieser Geräte haben eine sogenannte Vox-Funktion, das heißt, wenn man beginnt zu sprechen, sendet es automatisch. Da müsst ihr immer bedenken, dass immer die ersten ein, zwei Silben, die ihr sprecht, gar nicht gesendet werden, weil das Gerät braucht eine gewisse Zeit, um einzuschalten. Also gewöhnt euch an, ins Mikro zu pusten oder erstmal irgendein Standardwort zu benutzen, damit es anläuft wie Hallo. Und dann kommt die normale Meldung. Der nächste Kommunikationsweg, der schon mehr Distanz macht, sind CB-Funkgeräte. Die gibt es mittlerweile auch in der 4-Watt-Variante. Und da gibt es Handsprechfunkgeräte, es gibt Stationen, die aber wieder auf 220 Volt angewiesen sind. Oder ihr kauft euch ein Gerät, das man normalerweise im Auto verbaut, also mit 12 Volt funktionieren, also auch mit einer Autobatterie. Mit einer vernünftigen Antenne kommt man da schon, auch in der Stadt, so 3 bis 5 Kilometer weit. Außerhalb der Städte, ja, sind da teilweise Reichweiten bis zu 80 Kilometer und mehr möglich. Aber das hängt eben von eurer Lage ab. Seid ihr in einem Tal, kommt ihr kaum raus, seid ihr irgendwo weiter oben, dann habt ihr natürlich auch eine größere Reichweite. Das CB-Funkgerät dient jetzt nicht zur Kommunikation innerhalb der Gruppe, sondern um euch Informationen über die Lage zu verschaffen. Ich bin mir nicht sicher, ob im Radio dann noch wirklich so viel Objektives berichtet wird, vor allem ob das dann auch Berichte sind, die über die lokalen Sachen hinausgehen.
Und ihr könnt auch keine Nachfragen stellen. Sind eure Angehörigen weiter weg und ihr könnt nicht zu euch kommen, könnt ihr da ein bisschen Kontakt halten. Und da gibt es ein gutes Netzprojekt. Da habe ich auch schon ein Video dazu gemacht. Das verlinke ich auch mal oben. Und da kann man dann über CB-Funk, über eine Kurtabelle dann mal auch nachfragen, wie geht's euch? Könnt ihr noch zu uns kommen? Was auch immer. Ihr müsst das natürlich vorbereiten, diese Kurtabelle. Sonst nutzt euch das gar nichts. Also es hilft nichts, in allerletzter Sekunde dann noch anzufangen, sondern ihr müsst erst jetzt schon damit anfangen. Zeit ist sowieso immer eine kritische Sache. Was wir noch aufbauen, was wir noch vorhaben, speziell jetzt mal ich und ein Bekannter, wir haben sogenannte LoRa-Module gekauft. Die ermöglichen mit geringer Sendeleistung eine sehr große Distanz, solange man eine Sichtverbindung aufbauen kann. Die ist langsam, also es geht nur wie ein Textchat, aber die geht dann schon mal auch über 50, 60, 100 Kilometer. Es muss halt eine Sichtverbindung existieren. Und ja, das ist so, sage ich mal, mal ein Versuch. Es ist auch Mesh, das heißt, wenn dazwischen einer ist, der auch so ein Gerät hat oder auch so ein unbemanntes Gerät irgendwo in einem Baum hängt, eine Solarzelle betrieben und ihr gebt eine Nachricht raus, wird diese auch weitergeleitet innerhalb eures verschlüsselten Bereichs an den Empfänger. Eventuell. Auch da ist es so, wenn der Empfänger keine Bestätigung gibt, müsst ihr davon ausgehen, dass er es nicht erhalten hat. Dazu habe ich auch so ein kleines Video gemacht zur LoRa-Technik, aber das ist wirklich etwas ganz Spezielles, vielleicht nicht für jeden geeignet. Im ersten Teil habe ich euch ja unseren Keller gezeigt, einen Teil der Vorräte gezeigt. Das ist sicherlich nicht ganz alles, aber ja, da geht schon los. Welche Vorräte kann ich denn kaufen? Welche Vorräte soll ich kaufen? Ich rate euch so von spezieller Nahrung für ein Bug-in ab. Warum? NRG5 ist leicht zu transportieren, ist eher was für den Bug-out-Fall. Für zu Hause würde ich euch empfehlen, viel Trockenwaren einzukaufen. Also Reis, Getreide, Nudeln. Es gibt oft getrocknete Hülsenfrüchte, also Bohnen, Linsen, Erbsen. Die muss man dann zwar einweichen über Nacht, um sie weiter verzehren zu können, aber die haben alle den Vorteil eines hohen Kalorienlieferanten. Geschmack dran zu bringen, das ist eine andere Geschichte. Notfalls kann man den Reis aber auch so essen. Und er lagert sich fast unbegrenzt lange. Wir haben das in Maischetonnen, die Reisbeutel eingefüllt, dann einen Sauerstoffabsorber rein, dann so schöne kleine Kissen, die auch die restliche Luftfeuchtigkeit noch rausziehen. Oder wenn ihr die Möglichkeit habt, ihr habt ein Schweißgerät mit Stickstoff, dann füllt die Tonne einfach mit Stickstoff. Stickstoff ist schwerer als Luft, bleibt also schön drin stehen. Ihr könnt sie bis oben ran voll füllen und dann hält das auch eine ganze Zeit lang. Bedenken müsst ihr, wenn ihr aufmacht, Sachen rausholt, wird natürlich dann auch der Stickstoff unter Umständen rausgehen. Aber ihr könnt es lange haltbar machen. Viele Sachen kann man auch vakuumieren. Wir lagern auch immer sehr viel Kaffee ein. Wir sind starke Kaffeetrinker. Und wir haben dann schon mal so, naja, 10 bis 20 Pfund Kaffee zu Hause. Da macht es unter Umständen auch Sinn, das einzuvakuumieren. Wobei die meisten sind dann schon, wenn es Kaffee ist, gemahlener Kaffee ist, schon einvakuumiert. Natürlich kann man sich auch Konserven, wir haben auch sehr viel selbst eingemachte Konserven, auf Lager liegen. Allerdings ist da die Gefahr, dass sie verderben, doch größer. Das Mindesthaltbarkeitsdatum, das draufsteht, das kann in der Regel immer überschritten werden, weil es ja mindestens so lange haltbar ist, meistens länger. Also, solange sich eine Dose nicht ausbeult oder aufbläht, solange gehe ich davon aus, sie ist noch einigermaßen gut. Das Zeug verliert natürlich an Geschmack. Es schmeckt nicht mehr ganz so super toll, aber die meisten Nährstoffe, die sind noch drin. Wasser. Wasser ist so eine Sache, habe ich schon im ersten Video auch gesagt. In Europa braucht man sich eigentlich um Wasser keine großen Gedanken machen. Wenn es regnet, hat man Wasser auf dem Regenwasser. Wenn ihr einen kleinen Balkon habt, könnt ihr da schon mal ein bisschen Wasser auffangen. Es wird sicherlich nicht ausreichen. Aber ihr könnt euch Wasser jederzeit beschaffen. Wir zum Beispiel hier haben uns schon länger damit Gedanken gemacht, wie wir das machen könnten. Wir haben da in der Nähe eine Parkanlage mit zwei größeren Weihern drin.
Da schwimmen Enten, Goldfische sind drin. Das ist vielleicht so Luftlinie 100 Meter, 150 Meter. Schnell mal mit einem 5 oder 10 Liter Faltkanister dorthin gegangen. Natürlich nach Einbruch der Dämmerung ist er noch vielleicht zwischen 1 Uhr früh und 5 Uhr früh aufgefüllt. Da hat man wenigstens wieder Brauchwasser. Oder wenn man einen Katadynfilter hat oder sie chemisch aufbereiten kann, Mikropur etc., da kann man es auch als Trinkwasser nutzen. Und man kann es ja zusätzlich auch noch, ja, aufkochen, wenn man einen Gaskocher hat. Und einen Topf. Den solltet ihr eigentlich immer haben. Gaskocher, so ein Campinggaskocher und ein Topf, wie ich im ersten Teil auch gezeigt habe. Das ist schon etwas, was man haben sollte. Auch wenn man jetzt nicht auf einen Blackout hinarbeitet und nicht auf irgendeine große Katastrophe hinarbeitet. Man will ja mal im Garten sitzen und vielleicht mal da ein Fondue machen. Sowas ist dann einfach praktisch. Man muss noch keine Leitung verlegen, man stellt das Ding hin, Gaskartusche rein und es erfüllt seinen Zweck. Wenn absehbar ist, dass so eine Krise mehr als ein paar Tage dauert, dann empfehle ich euch, die Räume umzuräumen. Erstens mal werdet ihr nur in wenigen Räumen leben und die werdet ihr auch dann mehr beheizen. Und schlafen, da muss man eh nicht ganz so warm. Da wollen die meisten sowieso kühler haben. Und ihr werdet euch auch in diesen wenigen Räumen mehr aufhalten. Dann schafft Platz. Was nützt euch der Fernseher, der da auf der Kommode steht, wenn ihr keinen Strom habt? Räumt den zur Seite, räumt den meinetwegen in ein Zimmer, das ihr nicht mehr benutzt. Und so macht es mit allen Gegenständen, die ihr nicht jetzt unmittelbar in diesen beiden Zimmern braucht. Ihr braucht den Platz dringender für andere Dinge. Nämlich die Dinge, mit denen ihr täglich zu tun habt und nicht das ganze Haus jedes Mal laufen wollt, um sie zu holen. Ihr könnt dann die Türen geschlossen halten, sodass die Wärme mehr in den Räumen bleibt und nicht in dem ganzen Haus oder Wohnung sich verteilt. Ihr habt alles an der Hand, was wichtig ist. Sei es jetzt die Fachbücher, die ihr braucht, sei es jetzt der Wasserfilter, der Wasserkanister, den ihr benutzt, euer Saatgut, das ihr schon mal eingekauft habt oder was auch immer. Es macht wenig Sinn, Dinge im Raum zu haben, die ihr letztendlich nicht brauchen könnt. Versucht auch möglichst wenig Aufmerksamkeit auf euch zu ziehen. Also los, runter. Es spielt jetzt keine große Rolle, wenn unten natürlich so ein Streifen leer bleibt. Tagsüber kommt da genug Licht rein, dass man wenigstens einigermaßen zurechtkommt. Nachts solltet ihr dann Kerze anmachen oder eine andere Notstromversorgung haben. Ich habe zwei Akkus, zwei große 100 Ah-Batterien, mit denen ich zur Not Strom erzeugen kann, über einen sogenannten Sinuswandler. Aber ich will ja nicht, dass alle Leute sehen, dass ich Licht habe. Also würde ich dann die Rollos schon weitestgehend runterlassen, damit eben von außen nicht sichtbar ist, dass da noch jemand Strom hat oder auch Kerzenschein seht ihr weit. Nachts, wenn die Leute durchgehen durch die Straßen, dann sehen die sofort, wo was los ist. Wenn ihr euch schon mal informiert habt, dann kennt ihr vielleicht auch die Statistik von BBK, die besagt, dass nur 5% der Bundesbürger notversorgt werden können. Also diese Mehr, dass jedem geholfen werden kann, die könnt ihr gleich mal knicken und wahrscheinlich seid ihr bei den 95%, denen man nicht helfen kann. Aber, jetzt kommt es aber, vielleicht habt ihr doch Glück und es gibt eine Notküche oder eine Notversorgung, wo ihr euch was abholen könnt. Das sehe ich mit gemischten Gefühlen. Auf der einen Seite, wenn man dorthin geht, erfährt man Neuigkeiten, man sieht, wie die Lage ist. Man sieht auch, es werden mehr Leute oder weniger Leute oder was für Leute da sind. Auf der anderen Seite, die Sachen, die man dort kriegt, auch wenn sie jetzt total in Ordnung wären, ihr wollt die nach Hause bringen. Und jetzt sage ich mal, das sind Familien dort oder Leute dort, die haben nichts an Vorräten vorher sich angelegt. Die haben sich nicht auf die Krise vorbereitet. Da kommt ihr vielleicht noch um drei Häuserecken und dann kommt da vielleicht jemand aus dem Schatten oder eine kleine Gruppe aus dem Schatten und nimmt euch das, was ihr gekriegt habt, ab. Sei es jetzt Wasser, sei es jetzt Nahrung, egal. Es ist fraglich, ob ich mich dieser Gefahr aussetzen will oder es lieber dann zu Hause aussitze. Klar, irgendwann werdet ihr notgedrungen Material beschaffen müssen, dass ihr euch ausgeht. Aber ja, ich sage nur UWB.
Und schaut euch das Video mal an. Und das nächste ist, es klingt verrückt, aber auch auf dem Balkon oder hinter der Scheibe kann man bestimmte Pflanzen ziehen. Ich weiß, manche Pflanzen brauchen mehr Licht als andere. Da sollte man sich vorher auch schon mal informieren, was ich denn so auf der Fensterbank ziehen kann oder auf dem Balkon ziehen kann. Alles, was ihr machen könnt, ist besser als gar nichts zu tun. Ja, ob ihr jetzt Kresse anbaut, die wächst wie wild, ob ihr Tomaten zieht, ob ihr Kohl oder Rüben anpflanzt, in kleiner Maßstab, es ist immer besser als nichts zu haben. Denn draußen suchen könnt ihr nur tagsüber. Also diese Notnahrung, wenn ihr im Land seid, kein Thema, da könnt ihr rumlaufen, wahrscheinlich begegnet ihr dann alle 10 Tage mal irgendjemand, wenn überhaupt. In der Stadt sieht das ganz anders aus. Und Leute, die etwas haben, zum Beispiel einen Schrebergarten, die werden natürlich tunlichst versuchen, ihr Zeug zu behalten. Also kommt nicht auf die Idee, solchen Schrebergärten zu bedienen. Vielleicht erlebt ihr da eine tolle Überraschung. Ich weiß, Waffengesetz in Deutschland ist schon hart, aber auch so eine Mistgabel im Bauch ist nicht sonderlich toll. Am besten ist, überlegt euch schon im Vorfeld, wo ihr für den Fall der Fälle etwas organisieren könnt. Noch besser, ihr habt es schon zu Hause. So, das war's schon mit dem zweiten Teil. Ich schaue mal, ob mir noch was einfällt. Mach vielleicht noch einen dritten Teil. Sicher bin ich mir da nicht. Ich glaube, das Wichtigste habe ich euch jetzt gesagt. Ganz entscheidend ist, dass ihr in der Familie oder in der Gruppe zusammenhalten müsst. Ihr müsst an einem Strang ziehen. Und es hilft nichts, wenn ihr euch da nicht grün werdet. Klar gibt es immer wieder mal Streitigkeiten, aber die kann man schlichten. Was ihr auf jeden Fall braucht, ist ein sogenannter Sorgenonkel oder eine Sorgentante. Jeder hat dann irgendwann mal psychische Probleme, er wird depressiv oder er hat ein Problem, das er nicht mit allen bereden will. So eine Person ist Gold wert in der Gruppe. Eine Person, die sich ein bisschen einfühlen kann. Denkt mal darüber nach, wie wer da bei euch in Frage käme. Also, bis zum nächsten Mal.